2030. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Peppa. Und du wirst nicht glauben, wen ich hier getroffen habe. Das Metropol TV-Team. Wir sind gemeinsam ein Neujahrsempfang 2019 in Mannheim. Mannheim ist im Aufbruch und dabei geht es nicht nur um die sichtbaren Veränderungen im Stadtbild, auch andere Themen wie Bildung, Kultur, Klimaschutz oder Digitalisierung sind zentrale Themen. Dabei geht es vor allem darum, die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene umzusetzen. Wir haben ja im letzten Jahr ein sogenanntes Leitbild diskutiert mit ganz vielen Menschen, hunderten Beteiligten aus der Bevölkerung, auch mit Experten. 1500 Vorschläge bekommen über die Frage, wie soll Mannheim im Jahre 2030 aussehen, in welche Richtung soll es gehen, und das Ganze vor dem Hintergrund der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der UN, also der Frage, wie gestalten wir unsere Welt so, dass sie auch für unsere Nachkommen entsprechend eine Zukunft bietet. Wir wollen das im nächsten Jahr entsprechend verabschieden und vor allen Dingen uns dann im Alltag natürlich daran orientieren. Das ist der große Wert eines solchen Leitbilds, also die Alltagsentscheidungen auch danach auszurichten. Auf allen drei Ebenen im Rosengarten erlebten die Besucher, wie bunt und vielseitig die Stadtgesellschaft sein kann. Bei der offiziellen Begrüßung im Musensaal wurde auch der neue Nachtbürgermeister und die Glücksministerin den Mannheimern vorgestellt. Also als Nachtbürgermeister vermittle ich zum einen eben zwischen den Barbetreibern, den Anwohnern und der Verwaltung. Auf der anderen Seite bin ich aber auch noch Impulsgeber. Das heißt, ich kann selber schauen, was in anderen Städten funktioniert, vielleicht nicht funktioniert, was man vielleicht in Mannheim umsetzen könnte, damit man das Nachtleben noch attraktiver macht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das gibt es schon seit 6 Jahren in Amsterdam. Städte wie Paris und London haben es auch. New York hat es auch dieses Jahr eingeführt. Im Endeffekt hat es die kulturelle Stadtentwicklung mit Personen von Matthias Rauch eingebracht und wurde dann auch mit dem Event Kultur Rhein-Neckar mit Felix Grädler umgesetzt. Und da gab es einen recht langen Wahlprozess letztes Jahr. Und am Ende war es dann ich, der dann diesen Job jetzt ausführen darf. Die Glücksministerin. Was ist das? Das ist ein Amt, das habe ich mir selber erfunden, weil ich der Meinung bin, dass Deutschland sowas gut gebrauchen kann. So eine kleine Impulsgeberin, einen kleinen Mutmacher, der die Leute eben dazu inspiriert, mal wieder nachzudenken, was wirklich zählt im Leben und wie man eben selber das persönliche Glück anpacken und gestalten kann. Und wie reagieren die Leute auf dich? Natürlich erstmal mit so einem kleinen Fragezeichen von der Glücksministerin, habe ich irgendwas verpasst, aber dann sind die Herzen offen und die Leute sprudeln, wenn man mal diese kleine Frage stellt, erzähl mal, was macht dich glücklich? Das ist man sofort auf einer persönlichen Ebene und das macht riesig Spaß. Dr. Peter Kurz freut sich auf jeden Fall über die Unterstützung und hat keine Angst vor der Konkurrenz. Ja, die beiden Projekte, das eine haben wir selbst inszeniert und initiiert, sind ja aus der Stadt Mannheim heraus entstanden und, glaube ich, geben ganz gut diesen Grundgedanken auch wieder. Bei der Glücksministerin geht es ja darum, tatsächlich darüber nachzudenken, was macht uns wirklich zufrieden? Sind es allein die materiellen Werte oder sind es eben auch soziale Werte, die gesellschaftlichen Werte, um die es geht? Insofern, glaube ich, sind die keine Konkurrenz, sondern ergänzen sich sehr gut zu dem, was wir vorhaben. Wie sieht es denn eigentlich mit der Gerechtigkeit aus hier in Mannheim? Na, ich glaube, das ist ein Thema, das interessiert ganz Deutschland, sei das jetzt entweder Glück, Zufriedenheit oder eben auch Gerechtigkeit und Freiheit und diese ganzen großen Themen. Aber ich glaube, dass es uns schon besser geht, als wir manchmal meinen zu glauben. Ne? Also wenn wir mal genauer hinschauen und auf die Dinge uns konzentrieren, die schon gut laufen, dann werden wir feststellen, da gibt es einiges. Und wenn wir das anfangen zu stärken, anstatt immer nur den Fokus auf das zu legen, was irgendwie nicht so gut läuft, dann haben wir gute Chancen, uns ein gutes, glückliches, zufriedenes Jahr zu gestalten. Der Neujahrsempfang in Mannheim mit seinen vielen Ständen und Mitmachaktionen ist einzigartig in Deutschland und eine gute Gelegenheit, das Jahr positiv zu beginnen. Das nehmen wir uns zu Herzen und sagen: Wir schicken dir viele Grüße, halt die Ohren steif.